Und Blinker ist auch scheiße, ne? Herzlich willkommen bei Sascha in the Cars. Immer noch ist Winter und dafür haben wir wenigstens das richtige Auto. Nissan Patrol, der Dicke. Nissan Patrol GR Y60 war die Modellbezeichnung. Ein mittlerweile schon legendäres Auto im genauen Mittelweg zwischen Youngtimer und Oldtimer. Der unverwüstliche Diesel, 2,8 Liter, 116 PS, gnadenlos. Aber das Auto hat ein paar richtig gute Features. Ich habe ganz viele Kindheitserinnerungen mit dem Auto, denn ich bin quasi in so einem Auto mit aufgewachsen. Wir hatten über 10 Jahre so einen, weil wir an so einem Berg gewohnt haben. Und der war das einzige Auto, was bei solchem Wetter mit zugeschneiten und zugeeisten Straßen sowohl hoch als auch runter kam. Und zwar unfallfrei. Dabei konnte man auch noch andere Autos aus dem Graben ziehen. Und selbst wenn man es mal übertrieben hat und so mit zwei Rädern in der Luft in einem Graben gelegen hat, kam er dank der Untersetzung und der Differentialsperre auch wieder raus. Ganz, ganz viele Erinnerungen an solch ein Auto. Das ist nicht genau das Auto, aber es war solch eins. Der hier kommt jetzt gerade frisch aus Finnland, also auch passend zu den Temperaturen. Und da gucken wir uns jetzt mal ein paar Details an. Eingeführt gab es diesen Patrol in zwei verschiedenen Größen. Einmal mit kürzerem Radstand und klein und einmal hier, wie man sehen kann, die volle Länge. Das war dann optional sogar auch ein Siebensitzer. Ja, aber beide hatten verschiedene Motorvarianten als GR, Grand Raid. Das hier ist dann der GRD, Grand Raid Diesel, mit dem Sechszylinder-Reihe-Motor. Und beide hatten eins für sich, sie waren sensationell gut im Gelände. Hauptsächlich unter anderem natürlich durch das gute Differential, gute Bereifung, vernünftige Über- und Untersetzung und zum allerersten Mal hinten auch mit Schraubenfedern und nicht mehr mit Blattfedern. Ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, bis heute sucht er im Gelände und da, wo es eng wird, absolut seinesgleichen. Also im normalen Alltagsgebrauch ist der Patrol erstmal ein Heckantrieb. Dann hat er natürlich hier zuschaltbares Allrad, klar, 4-High, 4-Low, also Übersetzung, Untersetzung und hat eben, wie gesagt, noch das extra sperrbare Differential. Der Patrol fährt an sich im Normalfall wie eben so ein alter Diesel fährt. Ja, am liebsten ein bisschen untertourig, aber nicht zu untertourig. Und wie eben schon gesagt, das ist eigentlich ein langstreckentaugliches Fahrzeug und der hält auch lange. Warum gibt es dann so wenige? Ja, das liegt ganz einfach an der Blechverarbeitung, denn die meisten Patrols, gerade dieser Baureihe, hat der Rost dahin gerafft. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, Unterboden sowieso, an den Seitenwänden, wo die Plastikverteilung drauf sind, Plastikverkleidung drauf sind, an den Fensterrahmen, überall normalerweise Pickelchen und wo der Rost unterwandert. Hier haben wir Gott sei Dank ein Auto, was wie gesagt aus der Schweiz und aus Finnland kam und dementsprechend, weil kein Salz gestreut wird, vom Rost und der braunen Pest ziemlich gut verschont geblieben ist. Aber der Rost ist die Hauptbegründung, weshalb der Markt mit guten Patrols Y60 ziemlich leer ist. Und deswegen fangen vernünftige Autos auch irgendwo bei 10, 11, 12.000 an. Und Top-Autos gehen mittlerweile auch schon gut über die 20.000er-Marke. Und das, obwohl er eigentlich ja gerade erst am Anfang seiner Oldtimer-Karriere oder vielleicht sogar Sammlerfahrzeugkarriere ist. Viele werden nicht mehr im Alltag benutzt. Die meisten werden schon heute als Sammlerstücke gesehen. Und deswegen ist die Marktentwicklung für diese Fahrzeuge in den nächsten Jahren auch extrem gut. Tendenz also weiter steigend. Typisch für Geländewagen der 80er und 90er, der Ersatzreifen wird hinten mitgetragen. Ja? Platzsparend an dem Heck sozusagen. Und optional gab es eben bei diesen Fahrzeugen ganz, ganz häufig nicht nur zum Beispiel auch hier diesen Dachgepäckträger, um vielleicht noch ein Dachzelt oder eben einfach extra Gepäck mitten in die Sahara, in die Wüste, in die Berge oder wo auch immer man hin unterwegs ist, mitzunehmen. Anhängerkupplung natürlich auch wichtig, ja, um ein bisschen was mitzunehmen. Er darf auch ein bisschen was ziehen. Dank seines Drehmoments geht das auch halbwegs gut, wenn der Anhänger nicht zu schwer ist. Und natürlich insgesamt überall rundherum stabile Bumper, ja. Wenn man beim Geländefahren mal irgendwo aufsetzt, beim Einparken, Ausparken irgendwo hängen bleibt, kein Problem.
Apropos stabil, es geht natürlich nichts über den Kuhfänger, den es optional auch für das Auto gab. Der deutsche TÜV war damit nicht immer so einverstanden, aber es gibt einige, die es eingetragen haben. So auch dieses Fahrzeug mit Erstzulassung in der Schweiz, was tatsächlich offiziell diesen Rammbügel vorne dran mittragen muss. Und praktisch ist natürlich auch, man kann Zusatzscheinwerfer dran befestigen. Somit ist also der Offroad-Look und die Offroad-Ausstattung komplett, 100% komplett. Natürlich geht so ein Auto nur vernünftig mit grobstolligen Reifen. Ja. Egal ob Winter oder Sommer, das sind Geländereifen, die müssen anständig Profil drauf haben, sonst wird das nichts. Zumal, wenn man eben dann mal irgendwo feststeckt, Berg hoch, Berg runter, im Schnee, dann ist das schon wichtig, dass das Profil stimmt. Und wir haben ja auch noch die extra sperrbare Differentialsperre. Also quasi die Achse kann man noch mal sperren. Somit kommt man dann wirklich aus dem engsten und dicksten Schlamassel raus. Das wollen wir euch heute nicht zeigen. Denn da muss man irgendwo wirklich schon richtig in der Bredouille stecken, dass man das braucht. Ja, man kann es hören, das ist noch ein richtiger Oldschool-Diesel. Der läuft nicht wie so ein moderner TDI-Pumpedüse irgendwas. Das hier ist ein alter Diesel, entwickelt in den 80er Jahren. Wie gesagt, 2,8 Liter Reihen 6-Zylinder, 115, irgendwas, also zwischen 115 und 116 PS. Und ist kein Rennwagen. Ja? Er hat ein bisschen Drehmoment, man kommt damit auch überall gut durch. Ist vernünftig kurz übersetzt, dass er auch auf der Autobahn läuft. Trotzdem macht alles über 120, 130 mit dem Auto auch nicht mehr besonders viel Spaß. Ja, die grobstolligen großen Reifen und wie gesagt, der Diesel nagelt zuverlässig vor sich hin. Die meisten haben 250.000, 300.000 Kilometer drauf. Ist auch kein Problem, wenn er gut gewartet wird. Aber es ist eine Zicke, wenn man verschiedene Sachen vergisst zu machen. Ja, und das ist also wirklich ein Auto, was nur gewartet werden muss. Und vernünftiges Öl rein und alle paar Jahre mal durchgucken, dann hält der auch lange. Und dann ist der auch sehr, sehr treu. Es ist zwar ein Turbodiesel, aber er hat natürlich keinen hohen Ladedruck. Und deswegen ist er natürlich sehr, sehr lange haltbar, wenn man ihn schonend vernünftig fährt. Bisschen warm fahren braucht er, die Vorglühoption bei den alten Diesel kennt man ja. Und dann ist das ein absoluter langstreckentauglicher und sehr langlebiger Motor. Eine weitere Besonderheit ist, dass die normalen Rückleuchten nur unten blinken, auch das Bremslicht. Denn die beiden Rückleuchten als solches sind unterschiedlich. Auf der Seite haben wir Blinker und Nebelschlussleuchte und auf der Seite haben wir logischerweise auch wieder Blinker und das weiße Rückfahrlicht. Ja, wie auch immer das heißt, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und hier sieht man, da geht nicht nur ein Sascha rein in so einen Patrol. Da ist auch noch viel, viel Platz für Gepäck. Die Sitze kann man umklappen oder auch rausnehmen. Dann habe ich noch mehr Stauraum, kann ich auch pennen in dem Auto. Und hier gibt es ja optional auch noch mal die dritte Sitzbank als Siebensitzer. Dann hat er natürlich ein bisschen weniger Platz. Extrem vielfältig nutzbares Auto. Extrem cool, kommt überall durch. Mit dem bleibt ihr definitiv nicht liegen. Und damit sind wir auch wieder am Ende für heute bei Sascha in the Cars. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein und folgt uns. Bis zum nächsten Mal. Benzin im Kopf. Welcome Petrolheads. Ciao.